Hallo meine Lieben! Ich bin gerade hier auf einem Petalo auf dem Neuenburger See und es ist wunderschön. Wir haben 26 Grad und ja, das kann nur ein Happy Monday geben. Jetzt ist ja der Juni bald zu Ende und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ich habe einmal auf Facebook und Instagram ein Foto gepostet, weil ich endlich wieder total gute Laune gehabt hatte. Und weil, ja, der Juni war ein bisschen mal gut und dann wieder sehr schlecht. Und ja, irgendwie war auch die Sternkonstellation so, dass alles kommt. Also alles, was nicht gut ist oder was man irgendwie versucht zu unterdrücken, das ist so in diesem Monat wieder explodiert. Man musste es anschauen, man konnte es nicht mehr ignorieren. Und ja, klar, also so solche Momente sind nicht schön, man mag es gar nicht, weil man ist ja lieber immer echt glücklich und leicht und zufrieden und nicht genervt und total die Ruhe selbst, egal was passiert. Doch war es jetzt bei mir zum Beispiel im Juni und auch bei vielen anderen überhaupt nicht so. Also ich bin viel schneller zum Beispiel aus der Haut gefahren und habe mich aufgeregt. Ich war wütend, auch über Kleinigkeiten oder total genervt, ungeduldig, hatte Mühe mich zu motivieren, irgendwie schlechte Laune, sollte mir ja niemand zu nahe kommen. Und ja, und dann hat es mich auch noch genervt, dass ich solche Laune hatte, weil ich es mir so nicht gewöhnt bin. Und ich versuche immer so etwas Hilfreiches daraus zu sehen. Und eigentlich das Hilfreiche in diesen, wenn man solche Momente hat, ist dann, dass man die Guten dann umso mehr schätzt. Dass man sieht, was man für Fortschritte gemacht hat im Vergleich zu früher. Dass man eigentlich, ja, wie wichtig es ist, dass man hier und jetzt ist. Zwischen diesem Monat war mein Kopf überall, nur nicht jetzt in diesem Moment. Und das, dann verpasst man eigentlich alles, man genießt nicht, was jetzt ist und kommt eigentlich nur zurück, kurz zurück, wenn man dann wütend ist oder so, weil dann ist man ja in dem Moment quasi. Oder man regt sich über Dinge auf, die schon waren. Und ja, man lernt einfach auch zu akzeptieren, dass es nicht immer toll ist, aber dass es okay ist, dass es wie so dazugehört, dass man dann die Leichtigkeit noch mehr schätzt und auch für diese Momente dankbar ist. Und auch, dass man halt, man ist nicht alleine damit. Also es geht auch anderen Leuten nicht immer super gut. Und man braucht dann einfach ab und zu mal eine gute Umarmung oder einfach gute Menschen treffen, die gute Energie haben und ja, so sich möglichst gut irgendwie, ja. Ich habe dann auch manchmal so extrem Mühe gehabt, mich zu beruhigen oder zu entspannen. Dann hatte ich diesen Monat natürlich auch sehr oft ein bisschen Wein gehabt, um mich künstlich zu beruhigen, entspannen, was auch immer. Ist natürlich auch nicht der Sinn, aber naja, was soll ich sagen? Die Wahrheit jetzt diesen Monat so. Habe dann natürlich auch viel weniger Yoga gemacht und Meditation. Es ist wie so eine Kettenreaktion. Und als ich dann aber ins Yoga gegangen bin, hat das so gut getan. Mein Gott, ich war so dankbar dafür. Und ja, was ich jetzt auch mitgeben möchte, ist, manchmal ist es so, aber es ist in Ordnung. Versucht irgendwie doch das Gute zu sehen. Und es ist ja nie es ist immer eine für eine begrenzte Zeit. Und das ist echt so das Tolle. Und deshalb genieße ich heute noch den Tag und danke hier ganz viel gute Energie. Schaut mal, wie schön das ist. Ja, Happy Monday!